Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei uns auf dem Kanal bei MIMEinspiration. Let's go! Willkommen auf unserem Kanal, willkommen bei MIMEinspiration. Wir freuen uns, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir als Family haben uns dazu entschlossen, die Komfortzone in Deutschland zu verlassen, um die Welt zu bereisen. Hallo, ich bin Samuel, ich bin 8 Jahre alt und ich freue mich richtig auf die neuen Abenteuer und auf die neue große Reise. Und ich bin Joel, ich bin 6 Jahre alt und ich freue mich riesig auf die neue große Reise und endlich mal wieder neue Abenteuer zu erleben. Und ganz genau nach unserem Motto, ich mach das jetzt! Unsere Reise geht weiter und wir fahren durch das zweitgrößte Land dieser Erde bis hoch ans Nordpolarmeer und später dann nach Alaska, wo der eigentliche Startpunkt unserer Panamerikanerreise ist. Wir können es kaum abwarten, was wir noch alles sehen werden und wir sind jetzt schon von den unendlichen Weiten dieses Landes so beeindruckt und freuen uns auf all das, was noch kommt. Kilometer für Kilometer kommen wir nicht mehr aus dem Staunen heraus und sind jetzt schon sowas von begeistert von diesem wunderschönen Ort. Und zwar, wie ihr es im Titel gesehen habt, waren die letzten Wochen für uns wirklich eine harte Zeit. Und deshalb sind wir wo? Wir sind zurück in Fulda. Leute, wir sind in Fulda und jetzt schaut mal hinter uns auf das Straßenschild. Wir sind in Fulda back at home. Yes. Oder doch nicht? Wer weiß? Jungs, oder doch nicht? Ist das Fulda? Nee. Ist das nicht euer Fulda? Nö. Hä, warum ist das nicht euer Fulda? Das steht doch da. Warte mal, ich seh's doch hier. Also ich bin da eben reingelaufen, aber ich habe mich gewundert, dass keine... Die Adresse. Okay, die Adresse wurde jetzt kurz gepiept, aber kein Problem. Joel, ist das das Fulda, was du kennst? Nee. Was ist hier anders? Dass da hinten gerade ein riesen lauter LKW da hochballert die Straße. Wir nehmen euch jetzt mal mit vor ins Dorf. Vielleicht finden wir irgendjemanden, mit dem man sprechen kann. Das wäre super, das wäre echt interessant. Weil erzähl mal, was du bei Wikipedia gelesen hast über Fulda. Das Dorf wurde von Menschen, die aus Fulda kamen, hier gegründet. Die sind aus Deutschland ausgesiedelt hierher nach Kanada und haben auch dieses Dorf nach Fulda benannt. Die wollten sich einfach heimisch fühlen und deshalb wohnen die Menschen oder die hier leben, sind ursprünglich alles Fuldaer, weil das Dorf hat nämlich nur wie viele Häuser? 11 Häuser. Ja, genau. Und der Witz dabei ist wirklich, die haben alle, wenn man back in history geht, deutsche Vorfahren und aus Fulda, da wo wir in Deutschland herkommen. Und deswegen ist es für uns hier so ein richtig witziger Gag und einfach absolut lustig. Ja. Ja, was ist denn? Wie geht's dir denn? Ach, wie schön. Mein Freund, wie geht's dir denn? Hello, buddy. Ja? Der geht schon so in eine Springposition. Der hört auf, wenn du Schwanz so zu wackeln. Freundlich mit ihm ja, redest hier. Ich war, glaube ich, etwas zu freundlich. Der wurde irgendwie immer stiller. Do you live here? I have a question. So we're from Fulda in Germany. What, are you lost? Yeah, we're traveling the Panamericana, so we're on the way to Alaska to Anchorage. Yeah. And the funny thing is, so we brought this car and trailer from Germany 4 weeks ago, and now we saw this is the same name as our city in Germany. Oh, Fulda? Yeah, yes. It's called Fulda. Yeah. Is it, do you know, is it anyhow related? Well, it is German. Everybody from here is all from like Germany, like my great or like my grandma's. Everybody's from like Germany here. Yeah. So do you have any connection to Germany still, or is it? Yeah. Not that I know, like. But now you have. Now I have, but yeah. This is my first
friend Tabby. She's Hi. Like from Middle Lake. That's like the next big town. Okay. Well, Pilger than Middle Lake. So. Yeah. Nice. Yeah. That's really funny. So, I mean, it's. I saw in we have now Googled it and it says that this village was founded by Fulda people. From Fulda. Yeah. And they're like was the German like, belt. This is the German. Okay. Yes. And there was like bars here and elevators and like two gas stations and yeah, it was like very full. And what is the reason why it's now like that small or that quiet? Well, yeah, like everybody moved away. Farmers have gone where they're big farmers now, and so. Yes, but the German belt means that every village from, is really. From Humboldt. Yeah. Right through to Middle Lake or so. Uh huh. It's called the German belt. Okay. Where all the Germans. Actually all of the other villages are also founded by Germans originally. Yes. And Austrians. And Yeah. Lake Lenore is all German, like Fulda, so Middle Lake, Pilger. Yeah, it's like. This is really funny because our navigation, it says, you're arriving in 10 kilometers in Fulda. And I was taking a picture and sent it to my dad and say, look, so we are nearly home. But it's like thousands of kilometers far away. Wir haben es genossen, mit den beiden Frauen über ihre Zukunftspläne für diesen Ort zu sprechen. Tatsächlich haben ca. 10% aller Kanadier deutsche Wurzeln und wir sind überrascht, wie stolz diese beiden Frauen darauf sind. Im Anschluss fanden wir den Spruch aus den Augen, aus dem Sinn, irgendwie passend, sozusagen aus dem Kontinent, so auch aus der Kultur. You can't have that in Germany. You have, I mean, house on house, and it's really stressful and busy all day. So, but this is, it's freedom. Yeah, amazing. Good. Yeah, it was nice to meet you. It was good to talk to you. And Where are you guys heading now? So now we go to up to Anchorage. I mean, through Edmonton, and then just north, up north to Anchorage, and then and then from there we go all the way down on the west. Was ist da drin? Gehangelte Hechte. Geangelte Hechte. So, das sind die Fische von gestern. Hier ist so kalt der Kühlschrank, dass die Eis, guck mal, die sind wie gefroren. Krass. Jungs, das sind eure Fische. Ich hab den geangelt. Das stimmt. Und der eine ist ein bisschen größer. Ich hab den kleineren geangelt. Der war richtig stark. Ey, die sind echt, als ob. Ich dachte schon, irgendwie so starre, leicht starre. Aber nee, das ist einfach nur vom. Weil die gefroren sind. Die sind im Kühlschrank so, so kalt geworden, dass sie gefroren sind. Kann ich Handschuhe und die auch anfassen? Ja, holt mal Handschuhe, könnt ihr die auch anfassen. Vorne in der Box. Mach die auf, hol. Hier sieht man jetzt ganz schön, wie wir gestern die ausgenommen haben. Zeig mal her. Das Gute ist, dass der Kühlschrank so kalt war nachts. Das heißt, da ist auch nichts irgendwie schlecht geworden oder sonst was. Das sind einfach tote Hechte. Nein. Was wir jetzt versuchen werden, ist diesen Fisch zu filetieren.
Damit wir beim, man könnte ihn, normalerweise könnten wir den auch jetzt, wie der ist, auf den Grill legen. Okay. Man könnte ihn auch, wie der ist, auf den Grill legen. Und hier hinten die Flosse, die sticht nicht. Seht ihr das? Guck mal. Die sticht nicht. Nee, die sticht nicht. Da ist sogar Blut von dir. Nee. Das sticht nicht. Das Einzige, was sticht, ist die hier vorne, die wir abgeschnitten haben. Die ist richtig, richtig fest. So. Pass mal auf. Jetzt versuchen wir das zu schaffen. Dazu. Ich fange mal mit den größeren an. Lieber ein Stück zur Seite, Jungs. So, das ist nicht easy, aber wir müssen hier hinten, hier schneiden wir ein. So. Ist das hart? Ja, das Messer ist jetzt auch nicht richtig scharf. Man braucht das so ein Filetiermesser. So. Ist das Blut schon weg? Bist du mit sowas Hartes hier? Ja, hier sind diese Schuppen alle, siehst du? Das sind alles die Schuppen, die wir nicht wollen. Hier sind diese Schuppen. Wie bei dem Mann, da muss man so gucken. Eine ja, die waschen wir dann ab, Junge. Wir können ja doch einfach wie bei dem Mann festhalten und dann das GT so mit dem Messer abschneiden. Ja, das war die Idee eigentlich. Wir machen das nicht. Weiß ich nicht. So, wir müssen nur irgendwie zusehen. Ich versuche mal das jetzt. Fest, das Messer schneidet halt. Sag mal, hol mal mein Messer von gestern aus der Fahrertür vorne. Wir haben jetzt hier so ein kleines Filet von hinten, was man echt schon benutzen könnte, wenn man die Haut abbekommt. Ja. Das Problem am Ende des Tages ist, dass wir jetzt irgendwie. Das ist halt nicht easy. Ich würde normalerweise, wenn der Kopf vorne ist, dann könnte ich jetzt vom Kopf vorne aus reingehen. Ist aber alles ziemlich schwer, weil. Wenn ich jetzt so schneide, habe ich, glaube ich, die Kreten mit dabei. Das habe ich gesehen, da kann auch Pizza. Ich glaube, das Beste ist, so ein Fisch einfach, ja, die ganzen Kreten werden mit drin sein. Das Beste ist normalerweise, so ein Fisch einfach so, wie er ist, auf den Grill zu legen. Dann hat man Ruhe im Stall. Hier sind die ganzen Kreten drin. Das jetzt hier abschneide, da bleibt ja fast nichts übrig dann. Vor allem hängt ja so viel am Fisch selber. Das ist ja. Ich hätte ihn so drauf gelegt. Und dann kann man den mit der Haut grillen, dann einfach das ablösen und so innen drin essen, gell? Oder? Ja. Ich versuch's noch. Ich frag mich, warum viele immer hier vorne. Ich frage mich, warum viele immer hier vorne reingehen und so dann machen, dieses Rückending. So, die schneiden diesen Rücken oben ab. Bis zu der Schwanzflosse. So. Da, sind da jetzt Kreten drin? Ne, da sind keine jetzt drin. Krass. Jetzt muss ich nur, und das war das ja, ich habe halt, oh, der Karton biegt sich, ich habe keine gerade Fläche. Wir müssen die ganze Fischaktion noch optimieren. Das war halt einfach, wir haben tatsächlich gestern nicht mal selber mit gerechnet, dass wir einen Fisch haben werden. Deswegen müssen wir das alles noch optimieren. Also ohne Filetiermesser geht das tatsächlich sehr schwer. Das Messer, was wir hier haben, ist schon ziemlich scharf, aber es reicht einfach 0,0 dafür aus, um wirklich jetzt unter die Haut zu kommen von dem Fisch. Man sieht, wir haben jetzt erst, wir wollten eigentlich hinten aus dem Schwanzbereich hier einfach jetzt ein Filet rausmachen. Man könnte auch von vorne bis hinten durchschneiden, aber viele machen es halt so in Stücken, dass sie erstmal den oberen Bereich vom Rücken machen, dann den Schwanzbereich und dann den Bauchbereich. Ja, wir haben uns entschlossen, den Fisch einfach so zu filetieren, damit wir diese Gräten nicht drin haben, die beim Hecht einfach krass viele sind. Und ich glaube, beim nächsten Mal legen wir den Fisch trotzdem so auf den Grill, weil dann kann man ein bisschen so rumpopeln und hat, glaube ich, am Ende des Tages mehr vom Fisch wie wir jetzt hier. Aber das Coole ist, wir haben gar keine Gräten mehr drin. Wir können diese kleinen Filetstücke jetzt drauflegen, bisschen würzen und dann ja, kann man die praktisch ohne irgendwelche Probleme essen, oder? Yes.
So, aus allem, was wir jetzt filetiert haben und rausgeholt haben, ist genau das die Ausbeute. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich echt einen nicen Fisch jetzt. Weil bevor es jetzt nämlich den Fisch gibt, haben wir hier ein nices Müsli. Du hast sogar Porridge gekocht im Topf, gell? Richtig warm gemacht mit Honig. Hast du auch Honig drin? Heißer Milch, Honig. Mega. Richtig cool. Jetzt gibt es erstmal Frühstück für uns und gleich seid ihr dabei, dann machen wir den Fisch und dann bin ich mal gespannt, was die Jungs sagen, wie er schmeckt. Come on! Ja, während wir gerade unser Frühstück genießen, sind da drüben Erdmännchen. Süß. Das versteckt sich gerade so im Gras. Das stand eben. Das stellt sich dann immer so auf, so wie Timon bei König der Löwen. Der Campspot, an dem wir hier sind, der ist eigentlich echt nice. Der ist von der Autobahn gerade mal ein Kilometer, halber Kilometer weg. Ja. Wenn man das Autobahn nennen kann, weil wir fahren hier tatsächlich hunderte Kilometer auf Schotterpisten. Das sind die sogenannten Gravel Roads. Und ich hatte es früher auch schon öfters mal bei anderen YouTube-Kanälen gesehen mit dem Schotter und allem. Hab mir aber nicht vorstellen können, dass du wirklich wie bei uns von München nach Hamburg auf der kompletten Länge einfach auf einer Schotterpiste fährst. Das ist einfach crazy irgendwie, unvorstellbar. Es ist wie ein ganz breiter Feldweg, der schon glatter ist, aber trotzdem... Oder wie findest du das? Ja, das rumpelt und du fährst da hier wie, das ist crazy. Wie im Wald. Auf jeden Fall war jetzt die Idee, weil der Spot hier so nice ist, dass wir den Grill vom Ersatzreifen runternehmen und wieder grillen. So wie ihr es im letzten Video gesehen hattet, wo wir dort am See waren, an diesem krassen First Nation Place. Reservoir. Reservoir, genau. Jetzt haben wir uns aber entschieden und gesagt, weißt du was, der Fisch, der liegt jetzt hier so in der Sonne. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen länger leben und nicht irgendwie sonst was bekommen. Deswegen hauen wir den Fisch jetzt in die Pfanne und machen es einfach so. Ich hau jetzt erstmal Salz rein. Wir haben bei uns in der Familie so einen leichten, das heißt einen leichten, leichten Tick, einen groben Tick, dass wir so Öl und sowas nicht so feiern, beziehungsweise ich, sorry. Deswegen mache ich da Salz rein. Voll cool. Mhm. Danach unseren Hecht. Wo ist denn die Gabel, die wir mal... Ah, hier, das geht auch. Ja, das geht auch. So. Ey, das ist aber echt der Fisch von gestern. Das ist der Fisch von gestern, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Das ist voll krass. Da ist ja doch viel drin. Wir haben uns jetzt doch entschlossen, den hier in der Pfanne zu machen und nicht auf dem Lagerfeuer. Schade. Ja, hat einfach so viel. Wir können aber auch Marshmallows machen. Ja, das können wir, das machen wir später. So. Jetzt, ich weiß, soll ich es auflassen oder zumachen? Wenn es auf ist, dann würde ich sagen, zumachen, dann ist es schneller auf, durch. Aber wenn es auf ist, dann wärmt die Sonne das Meer. Die Sonne? Ja, die Sonne, die wärmt. Aber wir müssen jetzt... Oh, soll ich zumachen oder auflassen? Ich glaube zu. Ja, wenn echt? Du dann oder? Wärmt, oder? Der Dampf doch auch. Nein. Oh nein. Kannst du mir eine Gabel bitte geben? Guck, dass da keine Gräten sind. Wir try. Und dann probiert der erste den Fisch. Teste mal. Bitte, ich will erst sein. Teste. Mach mal da auch. Ich bin ehrenhaft. Herr Müller ist zuerst sein. Jawohl. Oh. Ist gut? Ja, aufpassen bei Kreten, die müsst ihr rausholen. Der ist ultra gut. Ja? Das ist besser wie Lachs. Boah. Das ist ja Hammer. Schmeckt das gut? Ich hab schon 1000 Runden. Ich hab auch schon mal eine Runde. Let's go. Boah, ist krass. Können wir noch mehr? Boah, ist krass. Wir gehen unter 20 Fischen. Das Angeln ist ja richtig nice, oder? Ja, ey. Wir gehen unter 10 Fischen. 10 Fischen gehen wir das nächste Mal nicht weg. Ja, ne, unter 20. Sogar. Wir brauchen einfach mehr Fische. Ey, das schmeckt aber krass, gell? Wir essen ab jetzt jeden Tag einfach einen Fisch. Ja, da brauchen wir auch gar kein Geld mehr für Essen ausgeben. Ja. Können wir noch mehr sparen. Ha! Ich liebe Red Bull. Nein, Baby! Ja, Red Bull hat ihm geschmeckt. Er durfte denn nur einen ganz kleinen Schluck. Ja, ja. Das ja, was Kids angeht, ist es ein richtig interessantes Thema, weil Joel gerade gesagt hat, ich liebe Red Bull. Nicht, dass jemand denkt, der trinkt Red Bull oder so im Leben nicht. Nee. Er hat es aber einmal probiert. Und ich habe damals Freunde gehabt, die durften von zu Hause sehr wenig oder haben viele Sachen verboten bekommen. Und ich finde es interessant, bei uns war das zum Beispiel nie.
Und Sachen wie Alkohol, Drogen, alle Eltern möchten mit aller Kraft vermeiden, dass die Kinder jemals Drogen nehmen oder irgendwie Alkoholiker werden. Die davor beschützen, ne? Ja, genau. Die Frage ist aber nur, wie stellst du es an? Jetzt hast du zwei Varianten. Die eine Variante ist, du verbietest maximal und wirfst auch die Kinder, falls sie es dann mal, zum Beispiel ein 16-Jähriger hat auf einmal ein Bier getrunken, traut es sich nicht, seinen Eltern zu Hause zu sagen, weil er Angst davor hat, dass er dann in Ungnade gefallen ist oder abgekackt hat. Und dann ist wieder das Thema, okay, ich verbiete und... Der macht es eh heimlich oder dann macht es ja das so interessant, ja, ne? Und das Erziehungsproblem ist ja so, umso mehr ich sage, hey, das darfst du nicht, und umso mehr ich das verurteile und sage, wenn du das machst, dann hast du verkackt, dann bist du schlecht, dann liebe ich dich weniger. In dem Moment wird es bis zu einem gewissen Punkt auch so sein, dass die Kinder es nicht machen. Aber eines Tages kommt der Moment, wo man sagt, ey, komm, ich probiere das mal. Und was ich erlebt habe, wo ich Jugendlicher war, dass die frei aufgewachsen sind, gesagt haben, hey, ich will gerade gar kein Bier trinken, mich bockt das überhaupt nicht. Und die es ums Verrecken nicht durften, haben sich so vollgerotzt, dass sie an ihrer eigenen Kotze fast erstickt sind und das mehrfach. Ja? Wohl auch. Was? Ich also ich glaube, eine Magen-Darm-Erkrankung sieht dann doch etwas anders aus wie dieser Moment. Und deswegen mag ich es, wie mit dem Red Bull. Joel sagt, oh, was ist das? Der Opa trinkt das, der trinkt das, du hast es mal getrunken nachts. Wir machen das sehr selten. Ich mache es vielleicht 2-3 Mal im Jahr, wenn ich lange über eine Nacht fahren muss. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm einen Schluck, auch wenn es blöd ist. Aber jetzt weiß er, wie das schmeckt. Und ich sage, hey, wenn du das trinken willst, mach es bitte erst, wenn du alt genug bist, wenn du 18 bist. Aber am Ende des Tages ist es so, wir sagen, hey, wir legen euch die Werte rein, die wir haben, die wir wissen, wie wir glauben, dass es richtig ist. Was ihr am Ende draus macht, ist eure Sache. Aber ich glaube, dass diese ganze Verbotswelt am Ende des Tages für ein viel schlechteres Ergebnis sorgt, wie die Offenheit, offen damit umzugehen, alles offen anzusprechen, darüber zu diskutieren in der Familie. Und so holen sich die Kinder dann vor allem auch einen ehrlichen Rat bei den Eltern, weil sie keine Angst haben müssen, dass sie danach in Ungnade gefallen sind und irgendwie blöd dastehen. Ja? Sondern man kann sagen, hey, wenn du jetzt Bock hast zu rauchen, ich sag dir ganz offen, mach es nie. Es ist gesundheitsschädlich, es kostet viel zu viel Geld, es stinkt wie Sau, es ist völliger Nonsens und es bringt dir gar nichts im Leben. Aber wenn du es machen willst, dann bitte mach es. Ich werde dich genauso lieben, wie wenn du es nicht machst. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Wenn ich sage, hey, wenn du rauchst, dann wirst du enterbt. Dann werde ich das andere Kind, was nicht raucht, mehr lieben. In dem Moment, wo ich solche Sachen anstelle, was einige Eltern machen, ist es einfach, in unserer Meinung, geht der Schuss nach hinten los. So funktioniert es nicht. Wir haben auch mal einen Mann gesehen, der hatte Drogen genommen. Und der hatte seine Hose unten. Ja, ja, ich glaube, ihr seid hoffentlich nach diesen ganzen New York und Toronto-Trips geheilt, hoffentlich. Ja. Es ist eine sehr, sehr einfache Sache. Du nimmst deine Kinder mit nach Amerika, zeigst denen in New York City, wie die Leute, die die Drogensucht nicht unter Kontrolle haben, wie denen ihr Leben entgleist, wie sie mit, wie er gerade gesagt hat, der Samuel, dass sie ohne Hosen auf der Straße vollgepisst rumlaufen. Und so haben die Kinder halt ein gutes Beispiel. Fall A, du nimmst Drogen, kommst in eine Abhängigkeit, läufst dann mit einer verpissten Unterhose durch Toronto oder durch New York. Oder du nimmst die Drogen eben nicht, konzentrierst dich auf Dinge im Leben, die dich voranbringen, die dich weiterbringen, wirst erfolgreich, ganz, ganz leicht. Du kannst erfolgreich werden, indem du es nicht nimmst, oder du nimmst es und kackst dir und pisst dir in die Hose vor allen Leuten. Safe. Ist eine sehr, sehr leichte Entscheidung. So können die Kinder das live sehen, wie es funktioniert. Ja. Und dann kann ja auch jeder sich entscheiden, ob er vollgepisst sein will oder ob er erfolgreich werden will. Easy going. Komplett. Ich liebe dein Shirt. Ja, ich... Ja. Jetzt hier kommt, gell? Me too. Was ist denn das für ein? Was ist denn das für ein Shirt? Friends, da wir bei uns im Camper selber auf diesen Boxen, die wir gebaut haben, da sind noch keine Polster drauf. Es ist komplett einfach nur Holz. Das heißt, obendrauf sehr unbequem. Joel spielt trotzdem wunderschön, aber es ist jetzt nicht die bequemste Ecke hier.
So, was haben wir gemacht? Wir haben überall auf diesem Planeten nach Polstern gesucht, die wir nicht gefunden haben. Wir wollten Terrassenpolster holen, aber die musst du ja mit der Möbel kaufen. Deshalb... Ja, deshalb haben wir jetzt einen Topper gekauft. Der war, es war total lustig, von $300 auf 200 runter reduziert. Und ich habe dann durch Diskussion 180 bezahlt. Das heißt, das Ding... Charmant sein, ne? Durch was? Durch charmant sein, diese Smalltalks. So, und jetzt hier ist praktisch dieser Schaum drinne, the Memory Schaum. Ja, und da haben wir jetzt hier komplett in die Oberfläche rein, haben wir diese Ausmessungen gemacht und werden es jetzt zuschneiden, dass es genau auf die Boxen, die wir drinne haben, passt. Wir haben ausgemessen und die Sitzbank ist 1,50 Meter lang und wir brauchen 3 Teile davon. Also was haben wir gemacht? Wir haben ausgemessen, wie viel Fläche brauchen wir, und wir haben einen Topper, der 1,50 Meter mal 2 Meter ist, und den zerschneiden wir jetzt. Let's go. I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest, a break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's damit das nicht aufgeht. But I can see past the das kurz versiegelt. Versiegelt. Ja doch, der Reißverschluss zu. Eine gute Idee mit dem Schmelzen. Maria, that was your idea, come on! Komplett Team. Wieder verliebt! Man streitet nie und... Wie macht man das Herz, komm? Wie machst du das? Ja, ich mach das Herz immer so. Süß! Und du hast mir gezeigt, ich soll so machen. Warte. Ich muss die zusammen machen. Und dann... Yes! So soll ich, Mann. Ja, kannst. Soll ich meinen Wurstfinger neu gelernt? Du, zeig. Kannst du es auch? Yes, oh, du kannst es auch. Ich muss halt, es gibt Menschen, bei denen kann das einfach 2-3 Millimeter größer, klar. Ja, die haben so eine Toleranz bei sich im Kleinhirnstamm oben drin, und da kann das auch mal, ne, so ein bisschen Abweichungen haben. Es gibt halt aber auch Leute. Und bei dir? Die, ja, wenn ich eine Abweichung habe von 1 Millimeter, kann ich nachts nicht mehr pennen. Das heißt, sehr, sehr anstrengend im Leben, damit zurechtzukommen, wenn man diese Großhirnstörung hat. Ja. Ein Messer hier. Das ist das sogenannte Autismus-Spektrum ist das. Wo ist denn das Holz? Über das reden wir auch im nächsten Video. Ja, genau. Da machen wir dann Psychotherapie. Oh. Wie man damit umgeht. Dachschaden, Aufarbeitungs AG und Co. KG. Wie stolz kann man sein auf jemanden, der so gut näht? Sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber. Ach, sieht ein bisschen blöd. Komm, das sieht richtig gut aus, wenn du das machst. Noch nie jemanden gesehen, der so gut näht. Ja, ja. Ja, zeig mal, wie das geht. Hast du Nähkurs gemacht schon mal in deinem Leben? Ich habe schon mal Nähkurs gemacht. Echt? Jeder, glaube ich, schon mal. Genauso wie Tanzkurs, wo einfach jeder danach einfach Ballett. Keinen Bock mehr... Nee, Ballett. Nee, Ballett, ist ein ganz anderes Level. Aber ich rede von Tanzkurs. Ich rede von Kursen, die man besucht und danach sich einfach so sehr zerstreitet, dass man das nie wieder machen will. Ach so, jetzt haben wir es. Nein, mach keinen Tanz. Keiner. Was ist das? Was ist das? I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest, a break to my heart. It's weighing me down, baby.
I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Also Selbstlob wollen wir eigentlich nicht machen. Geht in dem Fall aber nicht, müssen wir machen. Krass, guck mal, wie das ist. Das ist ja wirklich krass. Also, gerade so die, das ist ja, ne? Ich bin sprachlos, das ist auf einen Millimeter ist das. Genau. Das ist auf einen Millimeter ist es. Und es bleibt natürlich nicht so. Ja, da kommt jetzt noch was drüber. Aber trotzdem, aber guck mal, wie nice die Kante ist. Das geht hier echt so nice drüber. Auch fast, du hast es echt richtig cool genäht. Danke. Respekt, ey. Es gibt einen Überzug. Ja. Farbe. Das ist richtig nice. So. Guck mal. Das müssen wir gleich abschneiden. Ja. Aber das ist so graublau. Ja, das muss jetzt noch so rumnähen, gell? Das finde ich auch sehr schön. Genau, das muss ich einmal rumlegen und dann unten hier zunähen. Ne? Also ich glaube, die Farbe passt. Es muss jetzt so schön genäht sein, dass die Kante auch so nice ist hier. Genau so. Come on. Ey, auch von der Länge passt perfekt. Yes, Maria. Da freuen wir uns. Ich finde es auch richtig schön. Cool. Sieht echt gut aus. Also. Voll gut. Sieht echt nice. So, Friends, wir wollten eigentlich schon lange back on the road sein. Das Nähen dauert so lange. Maya ist im Hänger und näht. Und ich bin mittlerweile, ja, in den Modus reingekommen, dass ich einfach mich ums Abendessen kümmere. Das heißt Chicken geschnitten mit Zwiebeln. Zeige ich das mal. Die Jungs sind hier auch am Chillen. Am langweiligen Chillen. Hier gibt es Zwiebeln mit Knobi. Hier drüben ist Hähnchen. Haben wir auch schon geschnitten gerade. Bisschen Justin Bieber. Was macht die Maya? Die ist hier drüben und näht immer noch. Stunden nach Stunden und Stunden. Du nähst jetzt schon seit 5-6 Stunden, gell? Am Stück. Ich muss schon die ganze Zeit auf Toilette und ich kann nicht. Aber du nähst echt seit 5-6 Stunden. Ich mach mich fertig. Ich kann nicht mehr. Jetzt ist auch schon das Ding hier drüben fertig. Das ist komplett fertig. Jetzt machst du gerade das für die Rückwand hier und dann kommt noch das Kleine für die Rückwand drüben. Huh, Respekt an dich, ey. Ist krass. So, da wisst ihr Bescheid. Für uns gibt es das Abendessen. Und wir gehen heute trotzdem noch on the road hoch Richtung Edmonton. 980 Kilometer, nächste Etappe. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nacht durchfahren. Oder die halbe. Mal sehen, so wie wir können. Aber weiter geht's. Wir sehen uns, Leute. Peace! Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. We fell down to the bottom. Get over this. I see the smoke in the mirrors. I'm holding the key. One step away from salvation. Ja, für uns ist heute dann nochmal ein Bautag, den wir eingebaut haben. Hä? Wir sind gerade dabei, hier eine Tischplatte einzubauen, wo wir solche Ketten verwenden werden und den Tisch hier in der Mitte platzieren. Und Leute, wir hatten lange, lange Zeit das Problem, dass wir nicht wussten, was machen mit den Wänden. Früher war der Hänger ja mal vom Vorgänger als so ein Rasentraktorhänger benutzt worden. Das heißt, er hatte hier solche Schienen drin zum Befestigen von so Streben. Dementsprechend haben wir so eklige Löcher hier und haben uns gedacht, komm, wir machen diese Klebefliesen dran, die kleinen. Hier gibt es dies jetzt leider nicht. Und wenn wir was gefunden hatten, waren es übel teuer. Zum Beispiel 50 Euro ein, so eine kleine viereckige Fliesenplatte, Klebefliesenplatte. Also haben wir uns entschieden, nochmal in einem anderen Baumarkt zu schauen. Und was wir heute gefunden haben, ist richtig witzig. Ich habe eine Art Laminatboden, oder was heißt Laminat, wie nennen die das denn? Vinyl, einen Vinylboden gefunden, welcher von den Leuten hier als Boden verwendet wird und so draufgeklebt wird.
Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das ist so nice mit den Stickern hier hinten. Kannst du abziehen und klebst das an die Wand. Und jetzt haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch diese Dinger nehmen und einfach an die Wände hämmern. Und dann haben wir vielleicht doch irgendwie eine schöne Wand. Wir starten jetzt mal zusammen. Gehen jetzt mal oben rein. Ich hoffe nicht, dass ich es verkacke. So. Es geht hier in verschiedenen Dingern ab. Nein! Warte mal. Vielleicht erstmal die Folie ab. Ja, hier bist du vor. Aber es ist jetzt eigentlich ab, oder? Ja. Und in die Ecke. Was? War die noch dran? Ja. Cool, danke. So. Warte mal. Genau. Oh, jetzt wow. Haben wir, egal, man kann über Design lässt sich ja bekanntlich streiten, aber das hier, vor allem das Coole ist, wenn du gegenkommst, dich mit dem Rücken gegenlehnst, dann hier oder irgendwas, keine das Kratzer, ist dann, ja, dadurch, dass es ein Fußboden ist, sind die Dinger mega stabil, da verkratzt gar nichts, das ist eine richtig krasse Oberfläche, die auch hier für unseren Overlanding-Bereich dann einfach sehr viel aushält. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich meine, es ist immerhin tausendmal besser als das. Safe. Oder? Nice. Ich find's cool. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, die mir echt mega auf dem Herzen liegt. Was krass ist, hier in Kanada, war aber auch in den USA schon, Neidgesellschaft null. 0% Neid. Ich finde es so ungewohnt und so krass. Die Leute kommen auf uns zu, scannen mittlerweile den QR-Code oder laufen vorbei und sagen, hey, was habt ihr, was macht ihr, irgendwie sieht es anders aus oder Kennzeichen, von wo sind die Kennzeichen. Und dann erklären wir den Leuten, was wir machen und es geht immer nur so, oh, wie krass, ey, wir feiern es voll nice und so, ey, wir folgen euch, give you a follow, wie der Typ eben gerade. Es ist irgendwie extremster Support hier am Start. Ja. Und vielleicht das, was jeder von uns schon mal erlebt hat, wo man irgendwie so gemerkt hat, ey, der Gegenüber. Vielleicht ist das nicht ganz ehrlich, ja, oder ich weiß nicht, aber das ist schon anders. Und das kommt mir als Deutschem jetzt hier gerade, oder fällt es enorm auf. Maria, du hast es auch schon mehrmals gesagt, gell? Das stimmt. Es ist tatsächlich hier recht ungewohnt, dass man kein Neid und kein Hate irgendwie erntet, sondern immer nur Daumen hoch, Support, positiv. Muss man echt sagen, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden bei uns in Deutschland. Echt krass. Und es ist immer gut, andere zu supporten, auch wenn es vielleicht etwas ist, was man selber nicht so versteht, selber nicht nachvollziehen kann oder vielleicht sich denkt, hä, würde ich nie so machen. Trotzdem ist es einfach immer besser, positiv zu sein oder zu sagen, hey, cool, ich ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich feiere, dass du es machst. Dass wir uns einfach einander mehr supporten und mehr nach vorne bringen, anstelle von ständig nur negativ reden oder hintenrum und hey, du hast schon gehört und wie blöd ist der und wie kacke ist der. So, das zieht uns als Gesellschaft am Ende des Tages volles Rohr gemeinsam nach unten. Und da müssen wir lernen, da müssen wir besser werden und wir fangen damit an. Nice, was ihr alle macht. Genau. Wow, der Papi ist am Arbeiten. Mega nice. Ja, was sagst du dazu, Schatz? Was sag ich dazu? Ich sag dazu, dass wir die letzten zwei Tage so unermüdlich gearbeitet haben an den Klebefliesen. Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass die Klebefliesen so lange dauern. Einen Boden legen, ganz offen, Vinylboden oder Laminatboden, 100 Quadratmeter Wohnung, gleicher Aufwand, beziehungsweise ein Tick weniger als das da. Das war crazy. Wir haben die Klebestreifen, ich zeige euch das mal. Die Klebefliesen haben ja so eine Fake-Marmor-Optik. Ich weiß, bitte nicht lachen, aber egal, es gab nichts anderes. Haben hier hinten an der Rückseite extra, das fand ich ehrlich gesagt nice, so krassen Kleber dran, dass ich demonstriere mal. Also, ne? Ja, also das genau. Ist schon was. Das ist jetzt nicht irgendwie
das ist Kleber. Ja, ja. Ne? Und wir haben gedacht, komm, nimmst das Ding, machst das dran, fertig. Natürlich zuschneiden, die Ecken und alles, gar keine Frage. Aber jetzt kommt's. Der Hänger hat, während wir alleine oben im Dachzelt schlafen, wenn ein bisschen Wind geht, der hat immer so eine leichte Bewegung. Ja. Durch diese Bewegung macht am Ende des Tages die Klebefliese an der Wand nichts anderes wie das. Ja. Und das finde ich krass, beziehungsweise nicht ganz so, sondern eher so. Ja, und das löst diesen Kleber. Also, ihr seht es, guck mal, die bricht. Guck mal, wie fest das ist. Oh, oh, jetzt geht die. Das ist richtig. Das ist richtig fest, das Zeug. Guck mal, man sieht es. Und selbst das hält nicht. Also, was haben wir gemacht? Wir haben in Kleber investiert. Da gibt es einen speziellen, klebten, dichtet, so ähnlich wie wir es auch in Deutschland kennen von bekannten Marken. Dieser Kleber ist extrem strong, aber ist immer noch so ein bisschen wie eine Art Silikon, dass es in diese Bewegung zulässt und dabei nicht abreißt. Der ist zwar teuer, aber den haben wir jetzt benutzt, haben alle Fliesen, die dran waren, nochmal runter, neu verklebt und dann der Rest halt fertig gemacht. Und jetzt ist es coole, dass die Fliesen richtig, richtig fest sind. Ja. Ist mega. Das ist auch. Nice, was hast du gebaut, Schanne? Ich habe einfach so gebaut und dann baue ich noch hier so Teile. Du hast so toll gebohrt. Dann ist es ja. When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart. Es ist einfach für uns so Minuten, stundenlang. Es geht für uns stundenlang. Einfach nur gerade, gerade, gerade.